Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute wird gesägt. Echte Handarbeit oder Handwerk oder Heimwerken kann man sagen. Es geht um diesen Baumstamm hier oder die Baumstammscheibe. Daraus möchte ich was Cooles bauen und was das genau ist, das erfährst du nach dem Intro. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Um diesen Stamm soll es hier gehen. Eigentlich ein sehr, sehr einfaches Projekt. Und ich habe mich dafür entschieden, das Ganze mit einer Handsäge zu machen. Liegt im Baumarkt ungefähr bei 10 Euro. Habt ihr wahrscheinlich auch zu Hause im Gartenhaus oder im Schuppen oder in der Werkstatt stehen. Und was müssen wir jetzt machen? Wir müssen erstmal jetzt hier einen schmalen Streifen absägen von ungefähr, ich würde mal sagen, so 3 bis 4 Zentimeter. So, dass wir hier eine Höhe haben von 10 Zentimeter. Weil wir müssen nachher das Ganze noch mit der Bandsäge bearbeiten. Und das Ganze, ja, weiß ich gar nicht, wie ich das mache, müssen uns jetzt irgendwie einspannen. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen jetzt einfach hier so einen Arbeitsbock. Den hatte ich auch mal Weihnachten vorgestellt gehabt als Geschenkidee für euch. Den möchte ich jetzt heute nutzen, weil da kann man diesen Stamm wunderbar einspannen. Und das Schöne ist, ihr könnt ihn natürlich von der Höhe her variabel verstellen. Also alles ganz, ganz simpel und kann ich auch jeden, welche Höhe brauchen wir, die reicht, kann ich jeden Anfänger empfehlen, der auch nicht wirklich das Platz hat oder vielleicht auch einen kleinen Abstellkeller hat und vielleicht einen kleinen Stuttgarten, wo er mal sein Werkzeug rein und raustragen muss. Und dieser multifunktionale Werktisch eignet sich bestens für solche Projekte. So. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir den Stamm jetzt hier einfach einspannen. So, jetzt haben wir hier ordentlich Druck drauf. Und jetzt können wir das Ganze auch sägen. Beim Sägen solltet ihr natürlich etwas Geduld haben, das Ganze langsam machen, sorgfältig, wirklich nicht mit purer Gewalt daran gehen. So ein Sägeblatt ist natürlich auch sehr, sehr scharf, vor allem weil es jetzt neu ist. Und ich nehme mal meine linke Hand, ich bin Rechtshänder. Halt jetzt hier ran, nehme meinen Daumen als Führung und dann ziehe ich erstmal ein, zwei Linien durch die Rinde, bis ich dann merke, dass ich eine gewisse Führung habe. Und wie ihr sehen könnt und hören könnt, brauchen wir bestimmt dafür Stunden. So, fertig. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich so ein bisschen geflunkert. Ich habe hier meine Säbelsäge verwendet mit einem Holzblatt drinne und habe das Ganze dann jetzt zugesägt. Es ist doch, oh, ein Stück Borke abgefallen. Es ist doch sehr, sehr mühselig, das Ganze mit der Handsäge zu machen. Ihr könnt da locker so eine Stunde einplanen, wenn ihr das mit der Handsäge macht. Ich habe das Ganze jetzt mit der Säbelsäge gemacht, wie gesagt. Die habe ich auch letztens bei meinem Balkenbett verwendet. Eigentlich recht hilfreich. So, jetzt haben wir zwei Scheiben und jetzt müssen wir erstmal, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um dieses große Stück hier. Also ihr braucht für dieses Projekt definitiv eine Bandsäge und müsst mindestens eine Schnitthöhe haben. Ja, das sind jetzt hier 10 cm, sprich, ihr müsst eure Bandsäge dementsprechend so hoch einstellen, dass ihr damit auch einen perfekten Schnitt hinbekommt, beziehungsweise damit ihr das Ganze überhaupt sägen könnt. Eine Alternative gibt es leider nicht. Lass mich kurz überlegen. Doch, es gibt eine Alternative. Ihr nehmt euch einen großen Bohrer, Holzbohrer, 10 mm und bohrt immer einen Rand entlang. Und dann habt ihr ein Stück, was ihr entnehmen könnt und den Rest könnt ihr mit einem Stecheisen dann schön sauber begradigen. Mit der Bandsäge ist das natürlich um einiges einfacher. Was machen wir jetzt? Ganz einfach, wir werden jetzt, ihr könnt euch das auch vorweg anzeichnen, wenn ihr wollt, wir sägen jetzt hier am Rand entlang ungefähr 2 cm und wir wollen, ja gut, kann man nicht so gut anzeichnen, wir wollen auf jeden Fall den Rand stehen lassen. Wie ihr es am Titelbild schon gesehen habt, soll das nachher, ja, das Innere möchten wir auf jeden Fall raus haben. So, was brauchen wir jetzt dafür? Ein Gehörschutz, ganz wichtig. Wenn jetzt alles geklappt hat, ziehen wir das ganze Stück hier raus. Und wie ich merken musste, das Holz ist noch wirklich ziemlich feucht. Gucken, vielleicht kann man daraus noch was bauen. So sieht das Ganze aus. Das Ganze werden wir jetzt hier oben gleich verleimen. Ihr könnt natürlich das jetzt, ich
weiß nicht, wollen wir das nochmal hier einschneiden? Nee, das sieht, glaube ich, einigermaßen gleichmäßig aus. Genau, wir verleimen das Ganze nämlich jetzt ganz fix. So, dann nehme ich mir jetzt hier so eine Klemmzwinge und ich nehme hier diesen Rahmenspanner. Und der hatte so Kunststoffecken da drin, damit man, ja, eigentlich kann man damit einen Bilderrahmen oder einen Korpus oder sowas zusammen verleimen. Aber wir zweckentfremden das Ganze jetzt, weil mit so einem Rahmenspanner bzw. mit so einem Spanngurt können wir halt ringsherum Druck aufgeben. Was müsst ihr jetzt machen? Ganz, ganz einfach. Wir geben einfach jetzt hier in dieser Schnittfläche Leim an. So, wir können das auch nicht mit dem Pinsel machen. Sprich, wir nehmen die Leimpulle und hauen da ordentlich Leim ran. Wenn das rausgefüllt ist, auch nicht schlimm. Wir müssen das Ganze ja gleich nochmal schleifen oder später. Und das Ganze, der Leim ist ja transparent. Wichtig ist halt, dass wirklich viel Leim drin ist. Ansonsten quillt das irgendwann wieder auf. So, jetzt holen wir noch uns so einen Streifen. Ja, so ein Stück Holz, ne? Da ist er. Sowas habe ich gesucht, damit ich den Leim auch schön verteilen kann. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt lassen wir das Ganze trocknen und kümmern uns um diese Scheibe hier. Und diese Holzscheibe müssen wir jetzt ein bisschen Plan bekommen, damit das auch einigermaßen schick aussieht. Dazu spanne ich mir das Ganze ein. Ich habe jetzt hier einen multifunktionalen Werktisch mit einer gewissen Klemmverrichtung. Kann ich jedem empfehlen. Dazu gibt es auch ein extra Video, das werde ich dir mal hier oben verlinken. Was machen wir jetzt? Wir könnten jetzt das Ganze mit einem Bandschleifer planschleifen, aber da würden wir wirklich Stunden dran sitzen. Und vorweg, wenn ihr sowas habt, nehmen wir einen Putzhobel und putzen die Stirnholzkante. Also Stirnholz ist immer... Stirnholz? Hirn? Nee, Stirnholz, genau, Stirnholz. Verwechsel das immer. Und das putzen wir jetzt erstmal plan und danach gehen wir mit einem Bandschleifer rüber. Nachdem wir das Ganze in einem Plan geschliffen haben, habe ich hier nochmal 4 Bohrungen getätigt mit einem Holzbohrer, ganz, ganz wichtig. Und ihr solltet mindestens ungefähr so 2 cm vom Rand gehen, ansonsten kann das nachher wegplatzen. Verschrauben wir das Ganze. Wir müssen das quasi wieder zusammensetzen. Ich gebe jetzt gleich noch ordentlich Holzleim hinzu und dann sieht das Ganze so aus. Wie ihr sehen könnt, kippelt das so ein bisschen und das Kippeln nehmen wir gleich durch die Schrauben weg. Aber zuallererst nehmen wir hier ordentlich Leim rauf. Die Fläche sollte natürlich staubfrei sein. Und beim Leim auch wieder nicht sparen. Ihr könnt da ruhig gerne ein bisschen mehr Leim raufgeben. Das, was überquillt, wie gesagt, das ist nachher transparent und das sehen wir dann nachher nicht mehr so wirklich. Und damit das Ganze auch richtig dicht wird, gehen wir hier nochmal mit ein paar Klemmzwingen ordentlich Druck drauf, damit das Ganze auch schön dicht ist. Ich war jetzt in der Zwischenzeit im Baumarkt, habe so ein paar Kleinigkeiten besorgt, unter anderem Lampenfassung, Kabel und so weiter und so fort. Das zeige ich euch aber gleich. Und das Ganze ist jetzt getrocknet und sieht so aus. Richtig cool, richtig ulkig. Und mit der Zeit ist es auch so ein bisschen eingerissen. Das ist aber nicht schlimm, weil es ja mit der hinteren Platte fest verleimt ist. Jetzt soll ja hier eine Glühbirne oder eine Glühlampe rein. Und ich bin jetzt überlegen, wie wir das Ganze machen. Ob wir das so hinhängen an der Wand später oder so hochkant. Ich weiß nicht, was meint ihr? Ich finde, so sieht es cooler aus. Ne? Sprich, ich lasse das Dicke unten, das Dünne oben. Und ich habe jetzt hier einen Kreisschneider. Nee, das ist kein Kreisschneider, das ist eine Lochsäge, genau. Und mit dieser Lochsäge bohre ich jetzt das Loch hier rein. Und da brauchen wir 45 mm. Und ich finde das immer total mühselig, sich das alles hier einzustellen und reinzudrücken. Und dann ist das Ganze natürlich auch noch scharfkantig und spitz. Denn die Fassung hat hier im Durchmesser 40 mm, 42. Mit 45 müssen wir locker hier hinkommen. Und dazu nehme ich einfach hier so einen kräftigen Akkuschrauber. Mir das Ganze ein, maximale Stufe, und dann werde ich das jetzt mal hier reinknallen, reinbohren, reinschrauben. Und ich hoffe, dass ich mich nämlich jetzt nicht verbohre, weil dann war das Ganze bis jetzt umsonst. So.
mir das Ganze jetzt mal umgedreht. Und das sind diese Aufhänger hier. Die kommen euch bestimmt bekannt vor. Ne? Gibt es in 50er Pack. Ich glaube für, ich weiß es nicht, kosten nicht die Welt. Das Problematische ist immer bei diesen Dingern, dass du die halt einlassen musst. Ne? Um eine genaue Festigkeit zu erzielen beim Aufhängen. Dazu habe ich mir jetzt einfach hier mal einen Strich rüber gerissen. Sprich, das ist der Mittelpunkt von der Glühbirne oder Glühlampe. Mir einen Winkel genommen und hier 90 Grad Winkel angezeichnet. Hier einen Strich rüber und jetzt kann ich mir einen geraden Strich hier anzeichnen. Es kommt jetzt nicht so wirklich. Es muss nicht hundertprozentig im Lot sein, weil nachher, wenn wir das Ganze an die Wand bringen, haben wir auch nochmal Spiel, die Löcher irgendwie anders zu setzen. Und jetzt werde ich so weit, wie es geht, außen mir das Ganze mal anzeichnen. Ja, am besten wäre, wenn wir jetzt eine Oberfräse nehmen würden und das kann man ganz schnell zack, zack ranfräsen, aber die meisten von euch haben wahrscheinlich gar keine Oberfräse. Deswegen nehme ich jetzt hier ein 18er Forstnerbohrer, ein 16er und ein 15er. Mit dem 15er werde ich gleich hier diese Vertiefung bohren, damit nachher der Schraubenkopf auch schön wirklich gesenkt ist. Das können wir auch später machen. Ne? Ich bin gerade überlegen, nicht, dass ich irgendwie einen Fehler mache. Aber das müsste eigentlich hinhauen. So, dann bohre ich ungefähr einen Zentimeter tief. Und den auch. Theoretisch könnte man das jetzt schon so festschrauben. Könnten wir so machen, ne? Wenn wir jetzt richtig faul wären. Weil jetzt geht der Schraubenkopf hier rein und er kann sich hier an diesem Metallstück schön hinten festhängen, sodass, wenn ein Kind jetzt mal gegen die Lampe kommt, dass die Lampe nicht komplett runterfällt. Aber wir wollen das Ganze ja versenken. Oder wollen wir das wirklich versenken? Ich würde sagen, wir lassen das jetzt so. Ja, wir bohren jetzt unten nochmal ein Loch und dann passt das Ganze. Weil mit den Ausarbeiten, das wird sowieso nicht hinhauen. Ich kenne mich, ich bin dazu ungeduldig. Ups. Deswegen bohren wir jetzt einfach zwei Löcher. Unterhalb, natürlich müsst ihr... einen gewissen Abstand anhalten, ansonsten rutscht euch das Ganze weg, wie ihr gerade gesehen habt. Und das Ganze schrauben wir jetzt fest und dann ist das eine feine Sache. Kann auch, glaube ich, jeder zu Hause ganz schnell nachmachen. So, und jetzt nehmen wir hier unsere handelsübliche Schraube. Ihr könnt ihn dann hier reinsetzen, zack, dann ist das Ganze fest und dann rutscht das Ganze auch nicht mehr von der Wand. Und jetzt können wir das Ganze ölen. Ich verwende dazu, wie immer, meinen Partner Cycos Öl und Farben. Übrigens gibt es darüber, oder ich hatte letztens eine Haustür lackiert gehabt oder Fenster, könnt ihr auch lackieren, Gartenhäuser und so weiter und so fort. Also Cycos hat nicht nur Premium Hartwachsöl, sondern ihr bekommt auch sämtliche andere Farben. Müsst ihr mal vorbeischauen. Öl ist ganz, ganz einfach. Darüber, glaube ich, gibt es schon... ich weiß es nicht, 1000 Anleitungen von mir, beziehungsweise ich habe schon 1000 Mal erwähnt. Ich werde das Ganze jetzt ölen, damit das Ganze ein bisschen hochwertiger rüberkommt und dass wir das Ganze auch mal abwischen können. Und jetzt kommen wir zum Kabel. Ich habe mir hier so ein schönes, ich weiß nicht, was das ist, so ein Paketbandkabel, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. Passend dazu ein Bakelit-Schalter an-aus und ein Stecker, alles mit der DVE-Verordnung und CE-Verordnung und sonst irgendwas. Also ich habe nicht wirklich Ahnung von Elektrik, aber ich weiß, wie man das anschließt. Und für diejenigen, also es gibt auch so einen Drucktaster, ne? Könnt ihr auf den Boden legen, könnt ihr mit dem Fuß drauf drücken, könnt ihr euch auch extra werben. Ich werde euch mal alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Für diejenigen, die davon nicht so wirklich viel Ahnung haben, beziehungsweise richtig, richtig Angst haben, beziehungsweise ihr solltet euch da nicht dran begeben, wenn ihr davon keine Ahnung habt, denn ich sag's immer und immer wieder, Strom ist lebensgefährlich. Und es gibt diese Sets, gibt's auch schon fertig, verkabelt und verdrahtet und picobello fertig, das heißt, ihr müsst das Kabel nur noch anschließen, fertig. Ich werde euch das alles mal unten, wie gesagt, verlinken, damit ihr das Ganze nicht selber machen müsst. Wenn ihr das schon mal gemacht habt und ihr traut euch das Ganze zu, dann könnt ihr es gerne machen.
Deswegen zeige ich das Ganze jetzt nicht, wie ich das Ganze mache. Ich zeige euch nämlich jetzt erst das fertige Produkt. Und so sieht das Unikat an der Wand aus. Eine richtig, richtig tolle Baumstamm-Wandlampe, wie ich finde. Als Leuchtmittel habe ich eine 5 Watt LED-Glühbirne verwendet oder Glühlampe. Ich weiß nicht, wie man das richtig sagt. Glühbirne, Glühlampe. Für mich sieht das aus wie eine Birne, deswegen sage ich Glühbirne dazu. Ja, gebt dem Video einen Handwerker Daumen nach oben und lasst einen Kommentar da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder um 19 Uhr. Bis nächste Woche, euer Mr. Handwerk. Ciao.